Moin liebe Freunde von Konohan, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Wir gucken mal, was Guy da für uns hat. Akademie. Okay, so. Mal sehen, was er auf mich zurollt. Ui, das hat aber schnell geladen. Ach, ich darf wählen. Oh, okay. Ach komm, wir nehmen einfach noch. Und als Partner nehmen wir Lüger Sakura. Verbundenmodus automatisch. Wir kämpfen als erstes also gegen Hanabi. Mit Unterstützung ihrer Schwester Hinata. Ist klar. Interessant. Mal gucken, was das so ist. Keine Kampfbedingungen? Wie geht das überrascht? Was für nett. Hanabi ist ja bei Shippuden erst ziemlich spät aufgetaucht. Ich glaube, unmittelbar kurz bevor ein bestimmtes Ereignis in Konoha stattfand, worin der Anführer von Akatsuki verwickelt war. Der junge Mann, der die Versiegelung von Gaara eingeleitet hatte. Kampf 2. Team Konoha Maru. Achso, das geht jetzt nahtlos weiter. Okay. Sakura-chan, ich gehe! Umaku sayo, Naruto! Naruto! Eieiei. Aua. War irgendwie klar, dass sowas passiert. Genau wie das. Auch den Kampf haben wir in der Tasche. Sehr schön. 36 Zähler. Wow, das ist nicht viel. Letzte besiegt der Ninja Hanabi Yuga Team Konoha Maru. Akademie abgeschlossen. Du kannst jetzt auf Rang Genen Rang A kämpfen. 5810 Rio Belohnung. Abschlussbelohnung. Streumesser. Dreimal. Okay. Punkteaktualisierung. 36 Zähler. Rangbelohnung. Für Erreichen des Rangs 1 hast du dies erhalten. Gold-Ornament. Ornament. Okay. Ornament vor allem. Nee, ist klar. 36 Zähler. Achso, da kommt es drauf an, wie wenig Zähler du hast, oder was? Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin auch doof, ich weiß es. Ach, dann ist das eine... Ah, okay. Also das heißt, Genen fangen wir an. Danach Shunen, dann Yonen, dann wahrscheinlich Anbu... Und Hokage dann wahrscheinlich. Hokage ist dann wahrscheinlich das Höchste. Okay. Also gehe ich mal zumindest von... Ach du Scheiße. Was ist das? A, B, C, D, E? Oder was ist das hier? Oder beziehungsweise A, B, C, D und dann S oder was? Ich habe keine Ahnung. Freu
Und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich Erinnerung quasi nichts mehr. Weiß ich nicht. Oh, die kleine Hinata mit Unterstützung von Kurenai. Oh. Wollen wir mal Sakurenai? Ach, komm, wir nennen das. Und als Unterstützung. Oh Gott, die hat hier gleich ein paar. Die hat ein bisschen mehr Unterstützung. Nehmen wir mal Ino. Ich find's interessant, dass Sakura schon mehr Leute hat als Naruto. Finde ich spannend. Entweder das oder ich habe nicht richtig geguckt. Das kann auch sein. Oh, das war ein Treffer. Ciao. Ich weiß, es ist mega arschig, aber es ist mir egal. Jawohl! Fiese Technik, echt. Oh, das ist ja wohl gar nicht aktiv. Aber es hilft hier trotzdem nicht mehr. Naja, Klassik Hinata halt, ne? Kampf 2, Shino Aburame, auch Klassik. Das war auch der klassische Shino. Okay. Ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, dass sie eine gemeinsame Technik mit Ino hat, hat sie aber nicht. Was für ein Tritt. Schön. Jo. Läuft. Oh. Dritter Kampf. Gegen Kiba, okay. Aber auch Klassik Kiba, okay. Ich finde es interessant, dass ich momentan erstmal die klassischen Charaktere genannt werden, nicht gleich die Shippuden. Die ja genau seinen Hintergrund haben. Die tauchen wahrscheinlich ja später auf, wenn ich mir vorstelle. Ich liebe dieses Jutsu. Ich denke mal, ich werde jetzt die nächste Runde mal einen anderen Charakter nehmen. Einen, den wir noch nicht so häufig gesehen haben oder beziehungsweise gar nicht gesehen haben. Bei Sakura haben wir ja eigentlich auch schon mal gesehen. Kampf. 42 Erzähler, Name Sakura Haruno. Jawohl, klassisch, 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 genau. Abgeschlossen. Du kannst jetzt auf Rang gehen in Rang B kämpfen. 6275 Belohnung. Abschlussbelohnung Nahrungspillen dreimal. Punkte Aktualisierung ist jetzt der Kura ganz unten. Und nochmal Gold Ornament. Sehr schön. Die Zähler sind wirklich heftig, ne? Ich frage mich nur, wie das abhängig ist. Das scheint tatsächlich so A, B, C, D, E zu sein. Kann das sein? Egal. Gehen wir rein. Rein in den Aal. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Wir kämpfen gegen Ino und Azuma. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich gegen Team... War das Team 10? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war. Keine Ahnung. Ach, guck mal an. Wen haben wir denn da?
Minato Namikaze ist also auch dabei. Ich hätte gedacht, man müsste den freischalten. Ne, anscheinend haben wir den schon. Der zweite Hokage. Ja, Hashirama Senju fehlt noch, ich weiß. Ach, das sind die ganzen Classics. Ne, wenn... Soll ich echt mal als Tobirama kämpfen? Komm, wir kämpfen mal als Tobirama. Die drei Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein verbundener Charakter Hashirama ist. Könnte ich mir vorstellen. Ach komm, nehmen wir mal Tsunade. Nichte. Großnichte müsste sie eigentlich sein. Großnichte. Großnichte. Wie ist das geregelt? Da Hashirama ihr Opa ist? Ja, Hashirama Senju ist Tsunades Opa. Wer hätte es gedacht? Dann müsste er ja eigentlich ihr... Total mutig von mir, ne? Mit dem zweiten Hokage einfach mal gegen Klasse Ino anzutreten. Und dann noch zu verlieren, das, also das wäre echt hochgradig peinlich, mal ganz ehrlich. Schön, dass auch diese charismatische Schütze noch da ist. Yo! Das Jutsu ist auch fies. Das hat Orochimaru damals im klassischen Anime gegen Hiruzen eingesetzt. Gegen Hiruzen Sarutobi. Als Konoha angegriffen wurde von Oto und Sunaga Kuro. Okay. Der Hokage hat also kein ultimatives Jutsu, stattdessen holt er sich seine Verbesserung ran. Auch gut. Ja, habe ich mir gedacht. Wir kämpfen also gegen das gesamte Team. Oh, der Kampfort von Orochima und Yuu. Schule ziemlich schwerfällig ist, dürfte der Kampf nicht so schwer sein. Tobirama ist ja dagegen ziemlich schnell. Sagt Tobirama ist ziemlich schnell vergleichsweise. Super! Das hat's jetzt gebracht! Ja, super. Ich stürze mich aber mitten in den Abgrund. Kennt man so ein bisschen aus Super Smash Bros., ne? Stürzt sich der Gegner in den Abgrund? Ach komm, ich komm damit. So. Das war Shui. Jetzt kommt wahrscheinlich dann noch Shikamaru hinterher. Siehste? Aber alles Klassik. Also, die harten Brocken kommen alle erst noch. Aber ich finde auch cool, dass die Arenen flexibel sind. Finde ich cool. Ach so. Treffe sich einfach den Hokage. Jo! Das war der Ort, wo Konoha am Abend war. Shikamaru gegen Temari gekämpft hat im Rahmen der Schienenauswahl und einfach mal so kapituliert hat. Ja, er hatte einfach keine Kraft mehr und auch keinen Bock mehr, aber das ist ja bei Shikamaru normal, dass er keinen Bock mehr hat. Mit ihm kämpft es sich gut. Also sehr beweglich, sehr schnell. Muss ich schon sagen. Coole Techniken, auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass er kein ultimatives Jutsu hat. Ich hätte das Jutsu der Wasserdrachenbombe für ein ultimatives Jutsu genommen. Oh, okay.
Sieger, zweiter Hokage. Genau. Wir können jetzt auch gegen den Rang C kämpfen. 6.100 Also wir haben schon mal ordentlich Geld eingenommen, würde ich sagen. Schuhe des Jonin 3 Mal bekommen wir. Punktaktualisierung, wir sind Platz 1 und bekommen ein Gold-Ornament. Das ist doch in Ordnung. Kankuro hat einfach mal das Dreifache. Ja, ist wirklich A, B, C, D und dann E wahrscheinlich. E oder S, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ja. Oh, ich nehme jetzt mal für jeden Kampf einfach mal einen Charakter. Wen nehmen wir denn mal jetzt? Gute Frage. Tayuya ist echt schwer, muss ich sagen. Schwerfälliger Charakter. Ist echt nicht einfach, sie zu steuern. Ich glaube, ich nehme auch mal Klassik. Schmau, ja. Sasuke. Guck mal, mit Sasuke können wir auch antreten. Nehmen wir mal den klassischen Neji. Würde ich sagen. Und dann mit Guy als Unterstützung. Gegen Sakura, die unterstützt wird von Tsunade. Oha. Lehrerin und Schülerin. Heieiei. Nehmen wir jetzt mal einen klassischen Charakter. Die hatten wir noch gar nicht auf unserer Seite. Ich habe ja gesagt, wir lassen dann auch mal Charaktere kämpfen, die noch gar nicht gekämpft haben. Auch wenn ich jetzt mit Naruto und Sakura angefangen habe. Mutation hat er damals im Kampf gegen Naruto unter anderem benutzt und auch gegen Kuma von dem Zaun 4. Ah! 64 Hände-Technik. Und das fühlt sogar das Bier sogar noch aus. Ui. Ja, diese Schwarz-Weiß-Sakura ist nicht unbegründet da. Das ist nämlich die gedankliche Sakura, die aber nur im Klassik auftaucht. Also im Shippuden kommt sie gar nicht mehr vor. Was auch so eine Sache ist. Klassik ist sie dabei, aber das ist wahrscheinlich eher so die kämpferische Sakura und im Shippuden ist sie halt schon sehr kämpferisch unterwegs. Jedenfalls kämpferischer als die klassischen. Das war gar nichts. Aber wir haben ja sicher noch ein paar mehr Kämpfe. Wenn Sakura dabei ist, kommt wahrscheinlich jetzt Naruto oder Sasuke. Naruto. War klar. Und danach kommt Sasuke. Also Team Kakashi bzw. Team 7. Ah ja, der Ort, wo sie damals Tsunade gesucht haben. Also Jiraiya und Naruto. Ist auch so ein klassischer Team, den wir jetzt hier gerade haben. Nur leider in der falschen Arena. Wir damals haben Naruto und Neji auch im Sammel. Und dazu gab es ja dann auch noch eine Vorgeschichte. Denn Neji hat zuvor in der Zwischenprüfung damals gegen Hinata gekämpft und zwischen der Hauptfamilie und der Nebenfamilie beherrscht er böses Blut. Also zumindest im Klassischen, ich denke mal, in Shippuden hat sich das geregelt. Ja, Naruto wollte sich informieren darüber, wie er Hinata behandelt hat. Weil er wollte Hinata wirklich ernsthaft verletzen. Oder gar töten. Dadurch hat er auch die Veränderung von... Also ich glaube, Neji war tatsächlich der erste Charakter, den Naruto verändert hat. Durch seinen Charakterzug. Und jetzt kommt Sasuke. Ja. Den Kampf, den es nie gab. Der Kampf zwischen Neji und Sasuke, der wäre sicher sehr interessant gewesen. Sharingan gegen Byakugan. Hat leider nie stattgefunden.
hätte ich nämlich mal interessant gefunden, wer sich da durchgesetzt hätte. Ob sich da Sharingan gegen das Bierbuda durchgesetzt hätte oder umgekehrt. Weil das sind so zwei Dojutsus, die, wie ich finde, auf gleicher Höhe sind. Da gibt es natürlich noch das dritte Dojutsu, das wir so am Rande gesehen haben, das übrigens genauso verkehrt ist wie auch im Anime, nämlich das Rinnegan. Das ist auch noch, aber das ist ein extrem seltenes Dojutsu. Von denen es nicht sehr viele Anwender gibt. Unter anderem Kuno Sennen, der ja das Ninshun verbreitet hat. Und es gibt noch einen anderen, aber der kommt erst sehr, sehr spät vor. Der übrigens hier in Form einer Statue vertreten ist, nämlich Madara Uchiha. Der Rivale vom ersten Hokage von Hashirama. Wie gesagt, er taucht erst sehr, sehr spät auf dem Anime. Lange Zeit angekündigt und dann, als er kommt, naja. Sagen wir mal so, es ist die Hölle für seine Feinde rein. Also der Mann ist aber wie es halt immer so ist, auch Madara hat so seine Geschichte. So, das war's für Sasuke. Und übrigens auch gleich für den Part, so ganz nebenbei, aber den Sieg wollte ich noch mitnehmen. Ich glaube, ich werde gleich mal im nächsten Part wieder einen Classic-Charakter nehmen. Macht Spaß, muss ich sagen. 77 Zähler gegen Team 7. Wir dürfen jetzt Rang D kämpfen. Wunderbar. Ja, geil, ist ja gut. 6100. Vogelscheuche zweimal. Ah ja. 77 Zähler. Goldornament, Dankeschön. Ja, Freunde, und wenn ihr mögt, schaltet morgen wieder ein. Dann werden wir den gehenden Rang D machen. Ich bin gespannt, was auf uns zurollen wird. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und natürlich ganz wichtig, auch weiterhin, bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.